So, wir haben 1575 FIFA-Points. Das bringt 10 Premium-Gold-Sets und ein Silber-Pack. Das sehen wir erstmal einander an. So, ein dickes Dingen. Ich weiß nicht, kommt unten rechts eigentlich noch diese Anzeige mit den Coins hin? Was? KK! Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Alex, ist der was wert? Nein. KK dürfte ein bisschen was wert sein. Das sind München. München? Das ist ein. Was ist das? Ach, bei Sicherheit, okay. Hallöchen! Der Pedobär ist da. Der Pedobär grüßt mit einem Pack-Opening. FIFA 14. Richtig. Ja, ein paar Packs haben wir noch. Ups. Gab es ja schon. So Starter-Packs und so. Ich habe mir jetzt mal ein Team erstellt. FCFL, so wie letztes Jahr. Das wird ein Bundesliga-Team und da sind schon ein paar aus erster und zweiter Bundesliga drin. Wenn wir einen Bundesliga-Spieler ziehen werden, kommt der in diesen Verein. Und dann werden wir gucken, wie das so am Ende aussieht. Gut, dann haben wir mal einen Messi auf dem Pack. Das heißt, das ist jetzt Messi drin. Habe ich gerade beschlossen. Nee, aber ich stand da Abate drauf. Da stand Abate drauf. Wir haben Abate. Ist das geil, Junge. Guck mal, 93 Tempo. Oh, der Penner geht ab. Der kommt einfach fett ins Team. Nasri. Da stand Nasri drauf. Ich habe das gesehen. Da steht Nasri drauf. Oh, geil. Guck mal, geile Folge. Hier muss man euch mal sagen. Sami Nasri. Mann, geil. Mann, in den ersten beiden Folgen war gar nichts. Und jetzt drei geile. Ja, von 4 Minuten. Irgendwas ist mit Transfers. Ist das der Löw? Schon 2. Mal eben schnell drüber gucken, bevor wir, ja, Löw ist abgelaufen. Ja. Nimm mein Geld. Ja, okay, wir schmeißen noch ein bisschen Geld zum Fenster raus. So. Es gab bei den Vorstellern 4 Goldpacks gratis und ein Managerpack habe ich auch noch. Deswegen ziehen wir jetzt erstmal diese 5 meine Sets normalen Goldpacks. Und dann haben wir noch 15 Euro von mir, beziehungsweise dann kommt jemand, mein Freund, noch dran und der hat auch nochmal 60 Euro dabei. Hallo. Los, wir fahren dir mein Geld. Ja, okay. Ideal zum Beispiel 12 gemeinsame Objekte, ein seltenes. So, okay. Erstes Pack in FIFA 14. Boom. Irgendein Scheiß. Okay, der ist Destro, okay. Verträge. Wir wollten so viel Geld wie möglich. Oh, das ist sehr gut. Da rausholen. Guck mal da oben. Transferliste 8 von 50. Ich glaube nämlich, Verbrauchsobjekte kommen auch alle in den Verein. Das probieren wir mal eben auf. Warte mal, in den Verein. 97. Scheint kein Verbrauchsobjektestapel zu geben. Ja, dann können wir 1? Dann alles in, ja, sollen wir einfach alles speichern, oder? Ja, das wäre dann mal. Ja, wenn die da sowieso reingehen, dann ist ja egal. Dann können wir nachher alles. Oh. Ja, jetzt wurden wir in Düsseldorf überboten, das macht aber nichts. So, ich kenne den Spieler gar nicht, der da drauf ist, aber du machst das Pack trotzdem auf. Normal. Vielleicht bringt der ja Glück. Jetzt hier Falcao. Song! Der bringt ein bisschen Geld momentan. Valbuena. Valbuena ist auch sehr nice. Enrique kenne ich nicht. Sollen wir mal ein paar, die ordentlich was bringen können, auf die Transferliste packen? Ja, die waren ganz. Okay, waren. Oh, Vasco da Gama Heimtrikot. Kenne ich jetzt nicht. Ja, kannst du alles speichern. L1, ich mag L1. Ja, die hier, diese Kurzbefehle sind einigermaßen besser geworden. Kommt jetzt viel schneller. Oh, Alaba, ja. Ist auch Alaba drin? Wo Alaba draufsteht, muss einfach Alaba drin sein. Das geht gar nicht anders. Nee, Kasef. Okay. Das ist ein Holländer, ist ein Holländer drin. Siehst du? Da. Einer rechts? Das ist ein Holländer. Aus Tschechien. Und ein seltener Manager-Vertrag. Oh, guck mal hier, ein Chemistar. Catalyst. Ich weiß jetzt nicht, welcher das ist, was der bringt. Müssen wir uns nochmal durchlesen, aber. Keine Ahnung, ob der was bringt.
Was ich auch ziemlich cool finde, ist, wenn die Sachen auf dem Tauschstapel ausgelaufen sind, da darfst du auch nochmal, dann kann man mit, glaube ich, mit L2 oder so alle zum gleichen Preis nochmal anbieten. Finde ich ziemlich nett. Ja, hat man dann einen Riesenhaufen. Orion, dein Ernst? Aber einen seltenen Vertrag. Für Spieler, ja genau. Das hier hinten ist eine Donbass-Arena. Nochmal. So, die wird erstmal aktiviert. Oder das Signal Iduna Park? Ja. Ja, alles besser als das. So, und alles in den Verein. Du auch noch das letzte Pack auf. Und das letzte, jetzt das Manager-Pack. Und Controller ist leer. Ja. Mit, wie heißt der Typ eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Kommt ein anderer? Oh. Den weiß ich auch nicht. Alaba, der sieht gut aus. Dann machen wir den Alaba auf. Ich mag Alaba. Ja. Okay, hau raus. Totale Mongo-Scheiße. Oh, schon wieder eins. Links aus zu linker Stürmer. Power. Das ist bestimmt für einen Stürmer, oder? Ich weiß es nicht, ob die gut ist. Ich habe überhaupt keinen Plan von diesen Chemie-Stil-Gedönsen. Ich auch nicht. Naja. Ich hatte es nur weh bei den alten Pack-Openings, wenn man die wieder angeguckt hat. Dass wir da die Verträge abkommen. Das fand ich. Bisschen blöd. So, wir haben 1575 FIFA Points. Das bringt 10 Premium Gold Sets und ein Silber Pack. Das sehen wir erstmal aneinander. So, ein dickes Dingen. Ich weiß nicht, kommt unten rechts eigentlich noch diese Anzeige mit den Coins hin? Was? Kaka! Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Alex, ist der was wert? Nein. KK dürfte ein bisschen was wert sein. Das sind München. Münzen? Das ist ein... Was ist das? Ach, bei Sicherheit, okay. Das Wappen sieht auch ein bisschen schwul aus. Warum hast denn du Wolfsburg da oben drin, wenn ich mal fragen darf? Für das Manager-Pack, nicht, dass er denkt, ich wäre jetzt ein Wolfsburg-Fan oder so. Vielleicht ein Überboten. Ja, ist ja wie oft kann man denn so überboten werden? Weiß es auch nicht. Kommt wahrscheinlich jetzt alle 10 Minuten. Gucken, ob jetzt ein Falcao da drin ist in dem Pack. Essien, auch sehr schön. Weiß jetzt nicht, der dürfte ein klein wenig was wert sein. Weil er so eigentlich jetzt als ZTM... Traoré, der ist ein 1100 wert. 87 Tempo. Der ist 1100 wert. Ich habe den Das ist ein Dingens. Nein, das wollte ich gar nicht. Das ist ein Bundesligaspieler, ja, der wollte eigentlich ein Dingens. Du hast schon wieder die Dump-Ass-Arena. Die Dummarsch-Arena. Oh, den Ball habe ich auch. Ist die was wert, die Arena? Keine Ahnung, kannst du dir mal für anbieten. Keine Ahnung. So. Es gibt auch diesen Vergleich. Preisvergleich jetzt. Preisvergleich, genau. Wo man jetzt vom Tauschstapel direkt mit den letzten, mit dem momentan ablaufenden Auktionen vergleichen kann. Was mir da irgendwie ein bisschen fehlt, ist, dass man sortieren kann. Oder kann man da irgendwie Höchstpreis ein? DD. Lecker in FIFA. Ronny, das ist ein Bundesligaspieler. Bundesligaspiel. Irgendwie. So, der kommt jetzt ins Team. Irgendwo plays ihn mal als Stürmer. Also, keine Ahnung. Ach, du hast Chan. Ach komm hier, setz dich da ein. So. Was wollte ich sagen? DD, ja, war ein FIFA 13 sehr schöner Verteidiger. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch bringt, aber kannst du mal auf die Transferliste packen. Kann man nicht hier auch Wert gucken? Doch mehr Wert? Schade, weil. Baum. Nee, man sieht nämlich die Stärke, zumindest bei Foothead, ne? Nee. Und da drüben sind wieder 1000 Münzen und ein plus hier Dead Eye. Da wird, glaube ich, Schießen gehabt oder so. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Das. Naja. Das wollte ich nicht. So. Geht jetzt viel einfacher mit dem Sofortverschnauen. Und finde ich gut, dass es nicht mehr Verbrauchsobjekte stapeln gibt. Ja, das finde ich auch sehr gut. Das war richtig nervig. Verbrauchsobjekt ist ja voll. Für mich ja voll. Immer noch voll. So,
Dann El Sharawi auf der Pack gibt uns Diggard. Richtig. Zwei cool. Seltene. Und das seltene Valencia Heimtrüben. Ja, wer will das denn bitte haben? Das ist ja mega. Das war jetzt irgendwie. Die Spielerverträge dürften ein bisschen was wert sein, aber ansonsten. Die ganz seltenen behalte ich, oder ich behalte alle, keine Ahnung. Je nachdem, was die bringen. Wenn früher oder später müsstest du dir dann wieder neue Verpackungen kaufen, das macht irgendwie keinen Sinn.